Telefon drehen. Ja, ist schon richtig. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ar-Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Was ist denn hier los, Jungs? Aha, endlich, da kommt ja einer. In Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. So, meine lieben Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alle kräftig auf den Like-Button und Love-Button drücken, damit sich das überall verbreitet und Millionen von Menschen diese Ansprache hören, inshallah. Liebe Geschwister im Islam, wie ihr an dem Titel vernehmen könnt, gebt Anti-Kopftuch-Furien keine Chance. Aufruf zur Online-Kundgebung. Was ist das nochmal? 27. Genau, diesen Freitag auf jeden Fall um 21 Uhr. Ihr habt sicherlich gehört, wir wollten eigentlich in Berlin eine Kundgebung machen. Es gab organisatorisch einige Probleme. Und subhanallah, ich habe Salat al-Istikhara gemacht, weil ihr müsst euch vorstellen, der Bilal, möge Allah ihn befreien, der hat die ganzen Nummern von den Leuten und ich gebe nochmal meine Nummer gar nicht weiter, weil ich brauche meine Ruhe, meinen Fokus, um zu lernen. Und dann hat der Bilal das immer gemacht und er hat die ganzen Nummern von Leuten aus Berlin. Und wie gesagt, dann haben wir extra eine Nummer eingerichtet, eine extra Nummer, eine extra WhatsApp-Nummer, von einem anderen, die hat ein anderer Admin eingerichtet, damit sich Leute aus Berlin melden, um bei der Kundgebung zu helfen. Und dann habe ich Istikhara gemacht, ob wir die Kundgebung machen. Und subhanallah, das Handy ist kaputt gegangen von dem Bruder. Und dann war das so ein Aufwand, jetzt das alles wieder neu herzustellen, subhanallah. Und dann sind wir auf eine andere Idee gekommen, nämlich auf die Idee, hat Allah uns eine andere Idee gegeben, nämlich die Idee, eine Online-Kundgebung zu machen, ja. Und ehrlich gesagt ist diese Idee sogar noch viel, viel besser, weil was bei diesem Thema, bei dieser Menschenrechtsverletzung, die geplant ist, nämlich das Kopftuchverbot, was hierbei wichtig ist, ist, dass Frauen zu Wort kommen. Wir wissen aber, die meisten Frauen wollen nicht oder ihre Ehemänner wollen nicht und es ist auch ein empfindliches Thema, dass sie wirklich reden vor einer Kamera oder eine Audio aufnehmen etc. Aber bei dieser Online-Kundgebung, das ist besonders gut für die Frauen. Weil worum geht es? Es geht darum, dass wir unsere Stimme erheben. Und insbesondere die Frauen. Das heißt, während wir am Freitag, inshallah, ab 21 Uhr, ja, während wir diese Online-Kundgebung machen, können die Frauen ihre Meinung dazu schreiben. Ja, sie schreiben ihre Meinung, sie schreiben ihre Erfahrungen. Ja, und das Thema wird sein, das Kopftuchverbot ist eine Menschenrechtsverletzung. Darum geht es. Wir haben extra diesen provokanten Titel gewählt, damit man das in das Bewusstsein der Menschen eingraviert. Ein Kopftuch zu verbieten, ist eine Menschenrechtsverletzung. Da gibt es keinen Zweifel. Und für jeden Vollidioten, ja, wäre es ganz klar, wenn man ihm sagt, guck mal, die verbieten jetzt in Ägypten Kindern, christlichen Kindern ein Kreuz zu tragen, dann würden die in Deutschland vor der Botschaft, vor der ägyptischen Botschaft stehen und sich beschweren und würden sich aufregen und würden Theater machen, würden von Menschenrechtsverletzungen sprechen. Ja? Wenn man dort Mädchen verbieten würde, von den Zeugen Jehovas einen Rock zu tragen, weil die tragen ein Kleid, dann da würde keiner auf die Idee zu kommen, wie einige, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, Vollidioten, ja, die hier erzählen, ja, durch das Kopftuch wird das Mädchen sexualisiert. Aha, weil das also ein spezifisches Kleidungsstück für eine Frau ist, wird das Mädchen sexualisiert. Ach, ehrlich? Krass. Latsch mal hier durch die Stadt rum und guck dir mal an, wie viele Mädchen dort mit einem Kleid rumlaufen. Wie viele kleine Mädchen? Werden die auch sexualisiert? Ja, sollen die jetzt auch, dürfen die jetzt nur noch mit, was sollen die anziehen? Cowboy-Hut rumlaufen oder was? So, das heißt, das ist der absolute Schwachsinn. Ja, aber auf jeden Fall, die würden aufstehen, das ist eine Menschenrechtsverletzung. Und darum geht es am Freitag. Ich werde inshallah die ganze Sache mit dem Hussein machen.
Ich nenne ihn Hussein, ihr kennt ihn alle unter dem Namen Marcel Krass. Wir werden uns inshallah treffen werden diese Sache werden über die bestimmten Punkte des Kopftuchverbots, wir werden darüber reden, um euch auch Argumente zu liefern, die ihr eventuell anwenden könnt, wenn ihr mit Menschen darüber redet, weil die Anti-Kopftuch-Furien und ihre Helfer, die sind aggressiv in ihrer Methodik. Ja, ich kann mich noch gut dran erinnern, der erste öffentliche Vortrag von mir, 2005 in Bergheim in einem Gymnasium. Da wurde ich zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, ja, und da wurde ein Film vorgespielt, wo es um ein Mädchen ging. Das war wie irgend so eine fiktive Geschichte, ja. Der ging es ja so schlecht und die wurde so unterdrückt und bla bla bla. Ja, das ist dieses Bild, uns immer gezeigt wird, um uns zu manipulieren, ja. Hier, schau mal, die werden alle unterdrückt. Wie viele Mädchen, wie viele deutsche Mädchen jährlich von zu Hause abhauen, mit ihrem Freund abgehauen sind und so weiter, interessiert kein Menschen. Ne? Das interessiert kein Menschen, aber auf jeden Fall. Ich habe dann über diese Sache gesprochen, über diesen Film, und ich habe damals gesagt, für uns ist erstmal der Maßstab der Islam und nicht das, was der ein oder andere Muslim an falschen Taten gemacht hat. Denn Islam ist nicht, was Muslime tun, sondern was Muslime tun sollen. Diesen Satz müsst ihr euch merken. Islam ist nicht das, was Muslime tun, sondern was sie tun sollen. Es gibt viele Muslime, die sich Muslime nennen, die sagen, Mashallah, Inshallah, bla bla bla, ja? Aber sie tun nicht das, was der Islam ihnen vorschreibt. Okay? Sie sind beispielsweise gewalttätig, etc., etc. Aber auf jeden Fall, was passiert? Und dann habe ich das Beispiel mit dem Auto gegeben. Ein Auto kann man nicht an dem Fahrer messen. Ja? Wenn beispielsweise der Fahrer besoffen ist und fährt das Auto gegen die Wand, dann war das Auto nicht schlecht. Sondern man muss schauen. Man muss das Auto betrachten und muss den Fahrer betrachten. Dieses Beispiel habe ich gebracht. Auf jeden Fall, was passiert? Es steht tatsächlich eine Anti-Kopftuch-Furie im Publikum auf. Und was war ihr typischer Spruch? Ich komme aus dem Land XY und ich weiß es besser und bei uns ist es so und so und so und so. Und da muss natürlich noch ihr Deutscher, der wird wahrscheinlich jetzt die AfD wählen. Die AfD kennt ihr, die Ahnungslosen für Deutschland. Merkt euch das. AfD gleich Ahnungslose für Deutschland, die auch ahnungslos bleiben wollen. Ja, die werden die wählen. Ja, du fragst, ist die Kundgebung einfach nochmal nachher, wenn das Video abgespeichert wird, nochmal der Anfang? Ja, Freitag 21 Uhr, Online-Kundgebung. So, auf jeden Fall, da ging es schon los. Das war mein erster richtig öffentlicher Auftritt und sofort begegne ich einer Anti-Kopftuch-Furie. Ihr müsst es euch vorstellen. Aber Alhamdulillah, ich habe es überlebt. Es ist schwierig, wenn man diese Anti-Kopftuch-Furien sieht, dass man keinen Schaden durch sie bekommt oder irgendwelche Paranoia etc. Aber Alhamdulillah, ich habe es überlebt und ich bin immer noch da, um diese Anti-Kopftuch-Furien zu bekämpfen. Und wie kann ich die Anti-Kopftuch-Furien am besten bekämpfen? Mit euch! Mit euch Schwestern vor allen Dingen. Ihr Schwestern, ihr dürft es nicht zulassen, dass die Anti-Kopftuch-Furien den Islam schlecht machen. Dass die Anti-Kopftuch-Furien das Wort für die die noch nie in ihrem Leben gebetet haben, die mit dem Islam so viel zu tun haben wie der Eskimo mit dem Kamelrennen, dass ihr es zulasst, dass diese Anti-Kopftuch-Furien das Wort für euch ergreifen und den Islam durch den Dreck ziehen. Und jedes Mal, die haben keine Ahnung von der Religion. Ich habe letztes Mal von einer Anti-Kopftuch-Furie aus Köln erzählt, die auch noch ein Buch schreibt über die armen Kopftuchmädchen. Das ist aber schon Jahre her, und da schreibt sie, diese Fundamentalisten sind für sie übrigens diejenigen, die Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah, möge Allah sich ihm erbarmen, folgen. Ja?
Die haben gar keine Ahnung von der Koran-Exegese, denn im Koran hat jedes Wort 50.000 Bedeutungen. Ich habe das schon öfter erzählt. Es ist eine Beleidigung für den Koran. Ja? Man hört diesem Schwachsinn 50.000 Bedeutungen, weil was soll der Koran für einen Sinn ergeben, wenn jedes Wort 50.000 Bedeutungen hat? 50.000 Bedeutungen? Schlag mal jetzt ein Wörterbuch auf. Wie viele Wörter da drin sind? Da sind keine 50.000 Wörter drin. Englisch, Deutsch. Das kann alles heißen. Das schreibt mal jemandem einen Brief, wo jedes Wort 50.000 Bedeutungen hat. Lieber so und so. Nächste Woche komme ich dich besuchen. Nächste Woche komme ich dich besuchen, kann dann noch heißen, in 3 Jahren baue ich ein Haus. Weil jedes Wort hat ja 50.000 Bedeutung. Das heißt, es heißt gar nichts mehr. Es hat gar keine Bedeutung mehr. Aber auf jeden Fall, gebt den Antikopftuchfurien keine Chance. So. Und was ist eure Aufgabe, liebe Geschwister? Eure Aufgabe an dem Tag? Ich werde erstmal darauf eingehen, wie es an dem Tag abläuft, warum wir das so machen, warum das wichtig ist und Beispiele, wie solche Methoden Erfolg gebracht haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Erstens, was ihr tun müsst an dem Tag, wenn wir diese Online-Kundgebung machen, ihr müsst statieren. So. Ihr müsst es teilen, liken und ihr müsst jetzt schon mal Kommentare vorbereiten. Dass ihr Schwestern euch Kommentare überlegt und auch die Brüder über eure Erfahrung mit dem Kopftuch, über dass ihr zu dem Kopftuch steht, nicht ohne mein Kopftuch, ich liebe mein Kopftuch etc. Warum? Diese Anti-Kopftuch-Furien und ihre Helfer stellen es immer so dar, als wenn alle Frauen unterdrückt wären. Wenn wir aber unsere Stimme erheben, auf diese Art und Weise, es gibt nachher, wenn ihr das teilt und liked, so viele Menschen, die das sehen und die dann überlegen, Moment mal, okay, die eine sagt, sie ist dagegen, gegen das Kopftuch, aber hier haben wir ja hunderte Musliminnen, deren Stimme man ja normalerweise in den Medien fast gar nicht hört, die etwas anderes sagen. Also, jetzt muss ich abwägen. Natürlich, ihr müsst eins wissen, es gibt immer Leute, denen kannst du erzählen, was du willst. Ja, die Gabe, deswegen seid nicht, das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, ich habe doch einen Vortrag darüber gehalten. Verzweifelt nicht, wenn ihr vor euch einen sturen Bock habt, der nichts glauben will. Ja? Wir haben es mit Leuten zu tun, denen kannst du erzählen, was du willst. Sie werden immer dagegen sein. Allah sagt über diese Leute im Koran in Sure 85: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Sie haben nichts an ihnen gehasst, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten, geglaubt haben. Diese Leute werdet ihr immer haben. Und die werden sich nie überzeugen lassen. Die sind ein Teil derer, die wir ansprechen. Dann gibt es aber die anderen, die sich überzeugen lassen. Das heißt, ihr teilt es, ihr schreibt eure Kommentare, ihr liked es und diesen Link, den ich jetzt gerade mache, diesen Livestream, teilt den jetzt auch, damit jetzt schon mal viele vorbereitet werden und am Freitag viele reinkommen. Dann werden wir diesen Livestream, den wir machen, ich und Marcel Krass, inshallah, oder Marcel Krass und ich, wir werden den danach bewerben. Ihr müsst euch vorstellen, letzte Woche Montag habe ich einen Livestream gemacht und dieser Livestream, der hat bis jetzt über 100.000 Aufrufe. Über 100.000 Aufrufe. Ja? Wenn wir danach diesen Livestream, wenn wir ihn gemacht haben, bewerben, können wir es inshallah schaffen, dass wir eine Million Menschen erreichen. Das ist fast wie eine Talkshow. So, diese Leute finden diesen Livestream, weil ihr den geliked habt, weil ihr den gepostet habt, gehen da drauf, sehen, da wird gegen das Anti-Kopftuchverbot gesprochen, da wird ein provokanter Satz erwähnt, der sich im Gehirn und im Unterbewusstsein einprägt, das Kopftuchverbot ist eine Menschenrechtsverletzung,
Das ist eine Provokation. Aber was ist Provokation? Das kommt vom lateinischen Wort provocare. Das heißt, eine Reaktion herausfordern. Die Reaktion bei dem, der diesen Titel hört und liest, ist: Ah, wieso? Er macht sich Gedanken. Und der Hasser wird sich überlegen, wie kann ich das widerlegen? Und er wird kein Argument dagegen finden. Und so können wir Meinungen verändern. Ich will euch ein Beispiel bringen. Als ich von der Umrah gekommen bin, habe ich den Vortrag gemacht, Statement zum geplanten Menschenrechts, zur geplanten Menschenrechtsverletzung bezüglich des Kopftuchverbots. Nachdem dieser Vortrag gemacht wurde, ein paar Tage später, und ihr könnt das selber nachprüfen, gab es Zeitungsberichte, wo auf einmal Politiker dieselben Argumente teilweise benutzt haben. Ich habe damals einen Vortrag gemacht, ja, wo ich über das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft geredet habe bei der EM 2012. Und ihr müsst wissen, bei solchen Statements, ich nehme extra solche Titel, ich weiß, dann gehen viele auf dieses Video drauf und ich schiebe dann immer im Verdeckten islamische Botschaften mit rein, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Für die Feinde, jetzt kennt ihr unsere Tricks, kein Problem. Könnt ihr ruhig wissen, ist ja nicht verboten. Und dann hat mir jemand gesagt, er hat Yogi Löw, Löw gehört, wie er dieselben Argumente benutzt hat, die ich in dem Video erwähnt habe. Und diese Person, die kein Muslim ist, meinte, er hatte das Gefühl, er hätte diesen Vortrag von mir gesehen. Per Mertesacker bei der WM, als Deutschland knapp gegen Algerien benutzt hat, hat ein Wort, das ich benutzt habe bei einem Vortrag in Verbindung mit der deutschen Nationalmannschaft, ich glaube Karnevalstruppe, hat genau diesen Begriff gewählt. Das heißt, ihr müsst euch sicher sein, das, was wir sagen, erreicht Leute, von denen ihr gar nicht denkt, dass das sie erreicht. Ihr müsst auch wissen, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren war es so gut wie ein Konsens, dass die Mädchen alle zum Kopftuch gezwungen werden und dass das Kopftuch etwas Schlechtes ist. Durch Kundgebungen, wo Frauen gekommen sind und sich gezeigt haben, durch Frauen, die in den Fernsehsendungen aufgetreten sind und zu ihrem Kopftuch stehen, durch Frauen, unabhängig davon, ob ich mit denen in allen islamischen Meinungen einer Meinung bin, durch Frauen, die auch bei uns ihre Statements abgegeben haben, warum sie Kopftuch tragen, wir haben damals extra eine Rubrik dafür gehabt, durch Frauen, die selber in YouTube Videos gemacht haben und darüber gesprochen haben, hat sich dieses Bild verändert. Heutzutage die rückwärtsgewandten, die reaktionären Menschen, reaktionären Anti-Kopftuch-Furien und ihre Helfer, das sind die einzigen, die heute undifferenziert darüber reden. Sie sind nach dem Motto, ja, okay, ja, es gibt auch Frauen mit Kopftuch, aber die machen das auch nicht wirklich freiwillig, sondern die sind gehirngewaschen. Versteht ihr? Aber deswegen ist es wichtig, den Mund aufzumachen. Schwestern, steht für euren Hijab auf. Meldet euch, ihr habt, und es hat keiner eine Ausrede, liebe Geschwister. Es ist ganz einfach, ihr habt nichts zu tun. Wenn wir in Berlin die Kundgebung gemacht hätten, viele hätten eine Ausrede gehabt, ja Bruder, ist zu weit, ich kann nicht kommen. Viele hätten eine Ausrede gehabt, ja Bruder, Frauen dürfen nicht rausgehen. Ja? Weil, wie gesagt, das ist auch ein Thema, sage ich mal, wo ich sagen würde, kann man so sehen. Dass jemand sagt, das ist für mich Fitna oder was auch immer. Ich würde es nicht so sehen, weil, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, dass Frauen und Männer getrennt stehen. Das haben wir immer so gemacht. Aber okay, kein Problem. Ein Mann ist zum Beispiel nicht damit einverstanden, will das nicht. Oder die Frau fühlt sich selber unwohl dabei. Kein Problem. Aber hier hat keiner eine Ausrede. Es ist um 21 Uhr. Die meisten haben keine Arbeit mehr. Und selbst die arbeiten, können kurz auf das Video klicken und sagen, gib den Antikopftuch schreibt einen kleinen Kommentar, bereitet den jetzt schon vor. Ja? Meine Frau trägt das Kopftuch freiwillig, meine Mutter ist stolz auf ihr Kopftuch, selbst die Männer oder die Frauen, kleine Sätze oder sogar einen Text. Denkt euch selber was aus, bitte, liebe Geschwister, seid kreativ.
Wir müssen von der Jammerlappenmentalität wegkommen. Ja? Dass wir immer nur die Schuld bei anderen suchen. Die Juden sind es schuld und Bush ist es schuld und Trump ist es schuld. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, sagte, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, bis sie sich selber ändern. Und das Wichtigste ist, dass wir schauen, was wir machen können und nicht, was die anderen machen. Ja, ich habe gerade erwähnt, was die anderen machen, aber ich habe das nur erwähnt, um zu sagen, was wir machen müssen, nicht einfach nur, um zu jammern. Denn das ist leider ein großes Problem. Viele reden nur darüber, was die anderen machen. Ja? Was die anderen machen. Gerade hat jemand geschrieben, er vertraut auf die deutschen Gesetze. Wenn du auf die deutschen Gesetze vertraust, dann mach es so wie die Leute in Österreich. Die haben auf die österreichischen Gesetze vertraut. Und in Österreich ist der Islam eine anerkannte Religion. Staatlich anerkannte Religion. In Österreich, ja, gibt es islamische Kindergärten, islamische Schulen, sogar eine Azhar-Schule. Deswegen, wenn du auf die Gesetze alleine vertraust und willst dich dahinter verstecken und nichts machen, dann tu das. Aber dann jammer nachher nicht rum, wenn es nach hinten losgeht, ja. Auf jeden Fall, um weiter darauf einzugehen. Wo war ich stehen geblieben? Was mich rausgebracht? Auf jeden Fall, weil ich normalerweise lese ich das gar nicht, während ich rede. Aber auf jeden Fall. Allah, noch um, genau, ich bin wieder da. Genau. Wir müssen vor allen Dingen schauen, was wir machen können. Ja? Viele Muslime schauen nur auf Sachen, die außerhalb ihres Handlungsbereiches sind. Ja, die Atombombe in Indien und die Atombombe in Pakistan und die Juden und die Illuminaten und die dieses und jenes. Illuminaten interessiert mich nicht. Mich interessiert, was ich tun kann. Denn ich bin 100% davon überzeugt, dass wenn ich das Richtige tue, egal was die anderen tun, dass sie mir nicht schaden können. Es gibt Leute, die sitzen den ganzen Tag zu Hause und sind sich Paranoia am Einreden über die Illuminaten. Die Illuminaten haben keine Chance. Keiner hat eine Chance, weil Allah sagt, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Ist unsere Pflicht, den Gläubigen zum Erfolg zu verhelfen, zum Sieg zu verhelfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, merkt euch das, liebe Geschwister, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, O ihr, die ihr glaubt, عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ, kümmert euch um euch selber. Das heißt, wir müssen uns verändern, uns verbessern. Kümmert euch um euch selber. Aleikum anfusakum la yadurrukum man dalla ihtadaytum. Die, die in die Irre gehen, werden euch nicht schaden, wenn ihr rechtgeleitet seid. Die, die in die Irre gehen, liebe Geschwister, werden uns niemals schaden, wenn wir rechtgeleitet seid. Nochmal. Jetzt teilt diesen Livestream, damit es viele mitbekommen und viele aufgerufen werden. So. Das ist eure Aufgabe an dem Tag. Das heißt, liken, teilen und dann und Kommentare schreiben. Gute Kommentare, die illustrieren, dass wir Muslime hinter dem Kopftuch stehen. Wir werden über verschiedene Themen sprechen. Erstmal, was das Urteil vom Kopftuch im Islam ist. Im Koran und in der Sunna. Wir werden inshallah darüber sprechen. Was? Wir haben keine Angst vor der GSG 9. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Auf jeden Fall. Wir werden darüber, über die Argumente gegen das Kopftuch sprechen und die Argumente dafür. Aber wir brauchen eure Unterstützung. Vor allen Dingen von den Schwestern, dass ihr schreibt, dass ihr nicht gezwungen seid. Dass ihr das mit Liebe tragt und Entschlossenheit tragt und es gerne tragt. Und dass ihr das als eine Frechheit seht. Und ich werde inshallah auch auf Arabisch sprechen. Dann werde ich auch darüber sprechen, was wir noch dagegen tun können. Ihr könnt auch bestimmte Links, wie zum Beispiel Links über diese Unterschriftensammlung reinposten in den Bereich. Danach werden wir inshallah, wie ich das eben schon gesagt habe, dieses Video bewerben und wir wollen inshallah 1 Million Menschen damit erreichen. So. Warum müssen wir unsere Worte hörbar oder lesbar machen?
Warum? Hört genau zu, liebe Geschwister. Hört bitte genau zu. Wer ist unser Maßstab? Unser Maßstab ist Koran und Sunna. Ich will noch eins betonen. Bei dieser Kundgebung, bei dieser Online-Kundgebung, werde ich nur über das reden, wo sich alle Muslime von Ahl-Sunna wal Jama'a, beziehungsweise die sich Ahl-Sunna wal Jama'a zuschreiben, Maturidiyya, Ash'ariyya, Salafiyya. Ich werde nur darüber reden, wo sie alle einig sind. Ich werde weil hier müssen wir Muslime zusammenhalten. Ich werde jede andere Meinungsverschiedenheit außen vor lassen. Okay? Gegen die Antikopftofurien und ihre Helfer. Auf jeden Fall. Warum ist das so wichtig? Hört genau zu, liebe Geschwister. Unser Maßstab ist Koran und Sunna. Der Prophet alayhi salatu salam sagte, Man ra minkum munkaran, wer von euch was Übles sieht, fel yughayyiru bi yadi, der soll es mit seiner Hand verändern. Fa in lam yastati' fa bi lisani, und wenn er das nicht kann, dann mit seiner Zunge, das heißt mit seinen Worten, seien sie geschrieben oder gesprochen. Fa in lam yastati' fa bi kalbi wa dhalika ad'afu al-iman, und wenn er das nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und das ist die schwächste Form des Glaubens. Das Kopftuchverbot ist ein großes Übel, ist eine Menschenrechtsverletzung, ist eine islamfeindliche Geste, ist ein Stepping Stone, ist ein Schritt, um zu sehen, wie die Muslime reagieren. Wie in Frankreich. Man hat geschaut, erstmal hat man das Kopftuch in den Schulen verboten, obwohl es prozentual dort mehr Muslime gibt als in Deutschland, da hat man den Niqab verboten und so weiter und so fort. Und so ging es Schritt für Schritt vorwärts. Und in Österreich werdet ihr sehen, Wallahu alam, möge Allah die Geschwister in Österreich und in Frankreich und auf der ganzen Welt beschützen, dass es so weitergeht. Ja? Weil uns hat letztens jemand von Österreich geschrieben, dass in Österreich nichts dagegen gemacht wurde. Und noch etwas. Es ist hier unangebracht. Unangebracht, die Stimme nicht zu erheben und zu denken, indem man einfach nur Tätschel, Tätschel, Schleim, Schleim mit diesen Leuten im Geheimen redet, dass man damit etwas verändern kann. Der Beweis dafür ist, seit 2006 gibt es die Islamkonferenz, wo Vorstände von deutschen Verbänden mit den Politikern zusammengesessen haben. Die haben sich dutzende Male getroffen und jetzt müssen wir immer noch über ein Kopftuchverbot diskutieren. Leute, das ist der ultimative Beweis, dass das nichts bringt. Marwa Sherbini wurde 2009 getötet. Wir haben gesagt, wir müssen hier klar Fahne zeigen und auf die Straße gehen und darüber sprechen, warum sie getötet wurde, was diesen Alex W. dazu gebracht hat, so einen Hass zu entwickeln, um diese Frau zu töten. Möge Allah sich ihr erbarmen. Genau dasselbe machen sie heute, wenn es darum geht, dass irgendjemand ein Verbrechen begangen hat, dann versuchen sie die Hintergründe zu erleuchten. Wie zum Beispiel bei mir, mich versuchen sie für jeden Schrott verantwortlich zu machen. Ja, zum Beispiel das Mädchen, die in Hannover einen Polizisten abgestochen hat, dann zeigen sie ein Video, wie sie mich 6 Jahre vor der Tat gesehen hat, 6 Jahre vorher, und wollen mich dann zum Verantwortlichen für diese Tat machen. Dass ich nicht mehr in diese Moschee kommen konnte und sie sich dadurch von mir entfernt hat, weil ich ja gar keinen Zugang mehr zu ihr hatte und sie dann auf andere Leute gestoßen ist, darüber wurde kein Wort verloren. Ja, das heißt, was macht die deutsche Regierung? Was machen die Medien? Die suchen nach der Ursache. Damals bei Marwa Sherbini, die Muslime haben nicht nach der Ursache gefragt. Die waren nur im Jammern. Warum hat der Polizist auf diesen Mann auf den Ehemann der Frau geschossen? Das ist nicht das Thema. Das ist ein Unfall. Das Thema ist, wie konnte sich dieser Hass entwickeln? Und dieser Hass, der sich bei diesem Alex W., Alex Wiens entwickelt hat, hat dieselbe Quelle hat dieselbe Quelle wie der Hass, den die AfDler und die Pegida-Leute haben. Nämlich islamfeindliche Internetforen, wo tagtäglich
Wo tagtäglich die Muslime dämonisiert werden, wo gegen die Muslime gehetzt wird. Was wurde gesagt? Nein, lieber weise sein, im Geheimen mit denen reden. Was hat's gebracht? Nichts. Es hat nichts gebracht. Es hat nichts gebracht. Dieses leise Reden und dann hat man uns, damals haben wir in Berlin eine Kundgebung gemacht, da muss ihr vorstellen, eine Schwester wird getötet, ja, und da wurde extra in einigen Moscheen gesagt, geht nicht zu dieser Kundgebung, wir wollen keine Probleme haben. Wir wollen keine Probleme haben. Probleme haben wir heute. Deswegen, wir machen hier diese Online-Kultur, wir müssen den Mund aufmachen. Jetzt etwas anderes. Der Prophet a.s.w. sagt, wenn ihr Übles seht, müsst ihr etwas dagegen tun, entweder mit der Hand, das können wir nicht, und das zweite ist mit der Zunge, beziehungsweise mit dem Wort. Das heißt, geschrieben oder indem man spricht. Der Prophet a.s.w. sagte, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنَهُونَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Entweder gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird auf euch eine Strafe herabsenden. Und dann werdet ihr Dua machen und die Dua wird nicht erhört werden. Liebe Geschwister, wenn wir dieses Unrecht sehen, diese Menschenrechtsverletzung sehen gegen den Islam und wir erheben unsere Stimme nicht, dann wird die Strafe Allahs auf uns herabsenden. Und dann gibt es einige Leute, nee, macht nichts, sagt nichts, seid lieber leise, macht nur Dua. Die Dua ist das Mittel des Gläubigen. Hört ihr den Hadith an? Der Hadith sagt, deine Dua wird nicht erhört werden. Der erste Schritt ist, du musst das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Der zweite Schritt ist, die Dua zu machen. Liebe Geschwister. So. Und Allah sagt im Koran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Muslimen hervorgekommen ist. Warum? Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgekommen ist. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche und ihr glaubt an Allah. Das heißt, Allah, das ist in Sure 3, Vers 110, erwähnt hier zuerst das Gute gebieten, das Schlechte verbieten und dann erwähnt er den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Das zeigt, dies ist eine gewaltige Eigenschaft der Muslime. Und diese Eigenschaft wurde uns Muslimen im Namen des Islams von einigen Scharlatanen weggenommen, die sagen, gebiete das Gute nicht und verbiete das Verwerfliche nicht, du kriegst Probleme und das ist nicht deine Aufgabe. Liebe Geschwister, alles, was ich euch genannt habe, sind Verse aus dem Koran oder Hadithe, Aussagen des Propheten, alayhi salatu wassalam. Des, und wenn wir das tun, wird Allah uns inshallah Baraka Segen geben. Und wir werden inshallah am jüngsten Tag sagen können, selbst wenn es schlecht für uns ausgeht, oh Allah, wir haben alles versucht. Wir haben alles versucht. Die andere Sache ist, dass es oft so ist, wenn man eine Ungerechtigkeit anprangert und man ist schwächer, dass es Leute gibt von denen, die zu der oberen Schicht gehören oder zu den Führern des Landes gehören, dass es den einen oder anderen gibt, der diese Worte hört und sich für die Rechte der Muslime einsetzt. Ich gebe euch ein Beispiel diesbezüglich. Im Muharram des 7. Jahres nach der Hijra kam es zum damals größten Schlag gegen den Propheten a.s.w. und die Sahaba. Es kam zu dem sogenannten Boykott Muqata'a. Der dauerte 3 Jahre. 3 Jahre mussten die Muslime, und hört diese Geschichte und merkt euch das, mussten die Muslime Regenwasser trinken, Blätter, Zweige von Bäumen und Häute von Tieren. Und sie mussten rausgehen aus Medina und einem kleinen Tal vor Medina leben. Und der Prophet a.s. und seine Sahaba waren in Lebensgefahr 3 Jahre. Es war eine unheimlich schwierige Zeit. Wer hat dem Propheten a.s. in dieser Zeit geholfen, als sie die Ungerechtigkeit gesehen haben? Die Benu, die Mushrikun
von Benu Hashim. Die Ungläubigen, die Götzendiener vom Stamm Benu Hashim. Und am Ende wurde dieser Boykott aufgelöst, weil einige wenige Mushrikun, kein einziger Muslim dabei, sich gegen diesen Boykott aufgelehnt haben, weil sie gesagt haben, dieser Boykott ist eine Ungerechtigkeit. Dieser Boykott ist eine Ungerechtigkeit. Das heißt, die Ungerechtigkeit war zu sehen. Die Ungerechtigkeit wurde von einigen Mushrikun gesehen. Und dadurch haben einige Mushrikun, die Führungspersonen waren, wie Al-Muti bin Adi, der gehörte dazu, und Abu'l-Bakhtari, haben sich dann dagegen aufgelehnt. Und so, ihr könnt da meinen Vortrag gucken aus der Sira, der Boykott, das müsste der 36. Teil meiner Sira sein ungefähr. Guckt euch das einfach mal an. Auf jeden Fall, dadurch wurde dieser Schlag, diese Unterdrückung der Muslime außer Kraft gesetzt. Und es kam eine neue Periode. Das sind klare Beispiele, die man zum Beispiel aus der Sunna sieht. Man sieht auch beispielsweise Ja'far bin Abi Talib, als er nach Abessinien zum Najashi gegangen ist und von den Mushrikun wurde Amr ibn As hinterhergeschickt. Da stand Ja'far bin Abi Talib vor dem Najashi und sagte zum Najashi, er hielt eine ganze Rede, habe ich auch einen Vortrag, darüber könnt ihr euch angucken, Ja'far bin Abi Talib in Abessinien, könnt ihr euch angucken. Und am Ende dieser Rede, also er erzählt, womit der Prophet gekommen ist, und dann erzählt er, und als wir, also dem Propheten, gefolgt sind, all diesen Dingen, hat uns unser Volk unterdrückt und so weiter und so fort und gefoltert und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass der König, er hat nicht gejammert, er hat einfach nur die Realität erzählt. Einfach nur die Realität erzählt, die haben uns unterdrückt und wir sind in dein Land gekommen, weil du ein gerechter Herrscher bist und hoffen, dass wir bei dir nicht ungerecht behandelt werden. Und dadurch hatte der König von Abessinien, den Najashi, der eigentlich As-Humma heißt, Najashi ist ein Titel, hatte er Mitleid mit den Muslimen und hat ihnen geholfen. Das ist der Punkt. Das ist das, was wir vorhaben. Und deswegen, liebe Geschwister im Islam, teilt diesen Beitrag jetzt, damit wir viele einladen, inshallah, am Freitag 21 Uhr, am Freitag 21 Uhr, Marcel Krass und ich, wir werden über die Scheinargumente zum Kopftuchverbot sprechen. Wir werden nur, inshallah, über Sachen sprechen, wo alle Leute, die sich Ahl-Sunnah wal-Jama'ah zuschreiben, Maturidiyya, Ash'ariyya und Salafiyya, einig sind. Wir werden nichts anderes sagen. Das heißt, es ist also für alle Muslime und keiner hat eine Ausrede. Selbst der auf der Arbeit ist, kann kurz sein Handy anmachen, sein Smartphone und Like-Button drücken oder teilen auf seiner Facebook-Seite, damit wir so viele erreichen wie möglich. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten irgendeinen Schwachsinn einreden. Irgendwelche Lügen. Und wer es besser kann, soll es besser machen. Nur ich habe bisher nicht viel gesehen. Ich habe bisher so gut wie nichts gesehen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Das Einzige, was ich bisher gesehen habe, Leute, die sich arrangiert haben neben uns, ja, war Abu'l-Barat einen Vortrag darüber gehalten. Dann habe ich, Marcel Krass hat etwas auf seiner Seite darüber geschrieben. Und ich habe gesehen, dass die Leute von Generation Islam und Realität Islam diese Online-Petition ins Leben gerufen haben. Möge Allah die Brüder alle belohnen. Ja, das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Vielleicht habe ich was übersehen. Ich versuche das Beste zu geben. Wenn es einer besser kann, soll das machen. Kein Problem. Ich freue mich darüber. Liebe Schwester, ich freue mich darüber, wenn jeder Muslim versucht, etwas für die Umma zu tun. Aber labern können viele. Ja, und aufbauen ist etwas Schwieriges, aber kaputt machen ist etwas Einfaches. So, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Fragen, die ich beantworten kann. Gibt es irgendwas? Aber bitte zu dieser Sache, ja? Möge Allah die Menschen recht leiten. Amin. Amin, Amin. Wa alaikum salam. Hussein Omar Raid. Danke gleichfalls. Marco Schopp. Ja, tschüss. Wa alaikum salam. Gibt es irgendwelche Fragen zu der ganzen Sache?
Alhamdulillah, mir geht's sehr gut. Ali, mir geht's sehr gut, Alhamdulillah. Ja, Ilham, Ilham, Sakali. Du sagst, ich bin der Beste, möge Allah mich besser machen, als du denkst. Mir verzeihen, was du nicht kennst. Wa alaikum salam, Bruder. Ich soll Dua für dich machen, Nuran. Möge Allah dich ins Paradies führen. Bis top. Danke, Abdullah Hamid. Möge Allah mich besser machen, als du denkst. Mir verzeihen, was du nicht kennst. Ich habe das jetzt gerade, leider ist mir so. Was genau wäre ideal, als einziger Person zu machen? Wie gesagt, vielleicht fallen die euch bessere, das war eine gute Frage, vielleicht fallen euch bessere Sachen ein. Was ich euch jetzt vorschlagen würde, ist erstmal auch an der Online-Petition teilzunehmen. Wir haben das auf unserer Seite geteilt. Ja, dass ihr das unterschreibt, dass ihr gegen das Kopftuchverbot seid. Das ist ein Schritt. Und das andere ist das, was ich euch gerade vorgeschlagen habe. Vielleicht fallen euch bessere Sachen ein. Macht Dua zu Allah, vielleicht fällt euch etwas ein. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazi, alamin. Jeder schreibt, gut, dass wir zusammenstehen. Regina Schwab, ja, ist gut, aber so viel zusammenstehen, möge Allah es besser machen. Frauenrecht heißt ja zum Kopftuch. Sehr gut, das sind schöne Sätze, Mutter. Abdullah Hamid, mach weiter so. Möge Allah mir Erfolg geben. Marhaban, marhabtan. Luqman. Nein, wir gehen nicht mit Gewalt dagegen vor. Sondern wir gehen, wenn, müssen wir halt hier abhauen. Wa iyyak. Salam alaikum, achi. Wa alaikum salam. Laius eduk. Wa hamza. Amin wa iyyak. Alaikum salam. Wie lange dauert die Kundgebung? Circa eine Stunde. Vielleicht auch etwas länger. Je nachdem, wie wir Bock haben. Ja, man muss nicht von Anfang an unbedingt dabei sein. Hauptsache, ihr gebt eure Stimme mit ab. Ja, aber dann sehe ich blöd aus, wenn ich das Handy so rumnehme. Das sieht dann alles so krumm und schief aus. Man soll das auch jetzt nicht mehr verändern. Ja, genau, Ali Remo, da hast du vollkommen recht. Was kommt nach dem Kopftuchverbot, Koranverbot? Wie gesagt, ich sehe das alles als einen ersten Schritt. Aber wir müssen keine Angst haben, wir müssen nur zusammenhalten, wenn es um den Islam als Ganzes geht. Hier geht es nicht um irgendeine Gruppe. Das ist alles, auch dieses Ganze gegen irgendeine Gruppe, das ist alles nur, um die Muslime zu spalten gewesen. Das müsst ihr verstehen. Wo findet statt? Die, im Internet. Wir machen eine Online-Kundgebung, inshallah, damit auch jeder dann teilnehmen kann. Salam alaikum, Bruder, Kitsche Popa, was geht? Alles Bestens, Alhamdulillah, Hibbuka fillah, Jihad, ja, Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Wa alaikum salam, das ist Nanus Buhafa, wa alaikum salam, mit Bilal Gümisch ein Brunnenprojekt gestartet und es, Bruder, ich habe es leider jetzt nicht zu Ende lesen können, vielleicht können wir das nach über die Admins finden. Was ist deine Meinung nach Palästina, über Palästina? Boah, Bruder, das ist ein langes Thema, ich habe einen Vortrag darüber gehalten, über das Gaza-Problem damals, das kannst du dir im Internet angucken. Gott ist mit den Gerechten, möge Allah uns zu den Gerechten machen. Wo findet statt? In welcher Stadt? Wir haben schon gesagt, es ist eine Online-Kundgebung. Du kannst es von überall mitmachen. Schau es dir einfach nochmal von vorne rein an und dann siehst du weiter. Alaikum salam. Ya Sheikh, ana abhath an kitab al-rahik al-makhtum bil-lughat al-almaniya. Hal mumkin Musa? La. Al-kitab al-rahik al-makhtum leysa mawjudan bil-lughat al-almaniya, ya Habibi. Fima'alam. Jetzt habe ich leider anderes nicht gelesen. Mada kulta, kultu ashe kathira. Ja, ja. Pia, wie wichtig ist Geld? Ich möchte deine Meinung hören. Ui, langes Thema. Wie wichtig ist Geld? Je nachdem. Wenn man, aber das ist nicht das Thema hier. Entschuldigung, Bruder, wenn ich das jetzt nicht beantworte, weil es gibt wichtige Sachen, die mit der Online-Kundgebung zu tun haben. Ciao. Gut, dann gucke ich noch ein bisschen hier. Pia, kommst du auch mal in die Schweiz, Zürich? Inshallah, ich habe... seit 2016 habe ich Schweizverbot und zwar bis 2026. Also vielleicht komme ich danach irgendwann mal in die Schweiz. Heute soll Planet X die Erde zerstören, weiß ich nichts von. Möge Allah uns bewahren. Bruder, Widerlegung von christlichen Missionaren, alles was über christliche Missionare zu sagen ist, haben wir schon gemacht. Geisteskranken können mir nicht mehr helfen. Bruder, ich habe Vorträge über Christen, ja, starb Jesus für die Sünden der Menschen, war Jesus Gott oder nur ein Prophet, war Jesus Muslim oder Christ, alles Mögliche.
Widerlegung der angeblichen, Fehler im Koran. Wer ist die Frau im Koran, in der Bibel, Blutbad in der Bibel? Ich habe so viele Vorträge über Christentum. Wer es danach nicht kapiert hat, dem können wir nicht mehr helfen. Schaut euch einfach die Vorträge an, da seht ihr alles, was ihr wissen müsst. Und ihr müsst euch nicht irgendwelche Vorträge vom Verrückten anschauen, ja, wenn ihr selber nicht das Wissen habt über die Religion, über das Christentum. Beschäftigt euch mit eurer Religion. Willst du mir Schuhe schenken? Danke. Kommst du mal nach München? Inshallah, komme ich mal nach München. Bist du Deutscher? Alhamdulillah, ich bin Deutscher. Oder was heißt Alhamdulillah? Kann ich auch nichts für. Barakallahu fik wa fik. Kommst du mal nach München? Inshallah. Ich kenne alle deine Videos. Das bezweifle ich. Okay, Test. Hoffentlich in ganz Europa. Ja, schade, ich bin jetzt nicht hinterhergekommen. Ich liebe dich, möge Allah dich lieben, für den du mich liebst. Kommst du nach Paderborn? Ich war schon mal in Paderborn. Bruder, ich kann in jede Stadt theoretisch kommen, aber wie gesagt, die deutsche Regierung hat das ein bisschen schwierig gemacht, aber ich bin ja bei euch, auch vom Internet, Alhamdulillah, und wir erreichen so tausende Leute. Ja, was haben wir noch? Möge Allah dich recht leiten, Fatima, Amin, Ajma'in. Möge Allah uns alle recht leiten, Fatima. Jesus ist der Größte. Nee, Jesus ist nicht der Größte. Jesus ist einer der Größten. Mashallah. Möge Friede und Segen mit Jesus. Die Dawa in Deutschland wurde schwach, nachdem wir aufgehört haben, Infostände zu verteilen. Würde ich nicht unbedingt so sagen. Da müssen wir wieder anfangen. Dann fangen wir wieder an mit Infoständen. Ja, manche Leute sind sich am Beschweren, dann macht weiter. So. Ja, wir müssen gucken, wie wir vorgehen, wenn das Verbot durchkommt, aber ich denke, dass wir das schaffen, dass das nicht durchkommt. Ich mag die Sheikh möge. Ja. Ja. Jazaki Laucheren, Schwester, ich habe gerade deinen Namen nicht gelesen. Man kann als Muslim im Alltag viel dazu beitragen. Sehr, sehr gutes Beispiel. Das kannst du auch am Freitag reinschreiben, dass wir als Muslimas sehr viel im Alltag dazu beitragen können. Das ist ein sehr, sehr wunderbarer Punkt. Ich weiß jetzt nicht, welche Schwester das geschrieben hat, aber das ist richtig. Liebe Schwestern, ihr könnt im Alltag wirklich sehr, sehr viel dazu beitragen. Es ist wirklich so, ihr müsst euch vorstellen, vielleicht könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, ich werde ja als das Monster dargestellt. Ja? Mein Umfeld von Nicht-Muslimen, das heißt Supermarkt, wo ich hingehe, Schule etc., ich werde dort nicht so wahrgenommen. Weil die Leute sich ein anderes Bild gemacht haben. Und so natürlich auch mit der Frau. Ihr müsst euch vorstellen, meine Frau trägt Gesichtsschleier. Aber meine Oma sagt zum Beispiel, ist die Beste über meine Frau. Ja, und meine Oma redet dann wieder mit ihren Freundinnen. Das heißt, im Alltag kann eine Muslima, die Kopftuch trägt, sehr, sehr viel dazu beitragen. Deswegen nochmal, vielen Dank. Möge Allah die Schwestern belohnen, die den Hijab verteidigen durch ihren Achlag in ihrer Umwelt. Aber das sollte nicht alles sein. Diese Online-Kundgebung schadet nicht, wenn man daran teilnimmt, ja? Und auch wenn man an der Online-Kundgebung teilnimmt, da sein Senf, sage ich mal, dazu gibt, dann sollte man trotzdem danach noch im privaten Leben persönlich den Hijab verteidigen. Ja, Sadik hat keine Ahnung. Er sucht immer nach irgendeinem Fehler. Liebe Grüße aus Wien. Wie findest du die Missabe, hart aber fair? Wir haben da glaube ich schon was auf der Seite zu geschrieben. Natürlich, sie ist keine Muslimin, möge Allah sie recht leiten, aber ich finde, dass sie Mut bewiesen hat und das ist lobenswert. Sie hat Mut bewiesen, natürlich ist nicht alles sachlich 100% richtig, aber im Allgemeinen finde ich es sehr, sehr gut, dass sie so viel Mut bewiesen hat und versucht hat, gerecht zu sein, obwohl sie eigentlich mit dem Islam nichts zu tun hat. Möge Allah sie recht leiten.
In Oldenburg war ich, glaube ich, auch schon. Ja, du bist ein bisschen dumm, bist du hier. Er schürt den Terror. Ja, informiert euch mal über mich, genau. Dann schaust du mal, wer die meisten Videos gegen Terror gemacht hat. Aber du bist leider ein Medienopfer. Geh nach Saudi-Arabien gerne, bin ich bald wieder. Alhamdulillah. Liebe Grüße aus Berlin, liebe Grüße zurück. Was hältst du von Mettmann? Keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Möge Allah uns Jannah geben, Amin. Wie weit der Staat gehen muss, dass sich alle Jamaat vereinigen, ist egal, was der Staat macht. Die Jamaat werden sich nie alle vereinigen. Wir werden uns nicht durch die vereinigen, sondern wir werden uns nur vereinigen, indem wir zur Wahrheit rufen. Ich will keine Enten füttern. Und zum Tee trinken komme ich auch nicht. Aber danke fürs Angebot. In Wien tragen Burka, trinken 150 Euro. Ich empfehle sowieso eine Hijra. Wer eine Hijra machen kann, soll sowieso eine Hijra machen. Es wird eine Online-Kundgebung geben. Amin. Ja, Alkohol verkaufen ist verboten, egal wo man es tut. Du brauchst mir keine Anweisung zu geben, wie ich mich hinstelle. Liebe Grüße aus Brandenburg, liebe Grüße zurück. Amen. Ach, لماذا لا تفتح تلفاز يشرح نادكين. Ja. Anna la enna al wasail al da'wa ya habibi andana al net. Wa القناة في التلفزيون يحتاج إلى مال كثير ويحتاج إلى من؟ إلى دعاة كثيرين وليس لنا القوة في ذلك وبخاصة في هذا الزمان أغلبية الناس هنا في ألمانيا في هذا الزمان وفي هذا المكان لا يتخذون العلم من التلفاز وإنما يريدون أن يستفسروا عن الإسلام لا يستفسرون عنه في التلفاز ولذلك أنا أرى أن هذا لا ينفع والله أعلم. Liebe Grüße aus Bochum, liebe Grüße zurück. Nationalflaggen haben in Moscheen nichts zu suchen. Aleikum salam. Okay. Das reicht dann erstmal für heute. Ich bedanke mich bei euch allen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch alle beschützen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.